Ein neuer Animationsfilm erwartet uns ganz bald in den deutschen Kinos und damit geht es hier jetzt um Ferdinand geht stierisch ab. Bekannt nach dem Kinderbuch Ferdinand der Stier wird in Blue Skies neuem Animationsfilm eben die Geschichte von diesem erzählt. Ferdinand, der einst auf einer Stierfarm aufwuchs, auf welcher alle Stiere hoffen, eines Tages vom großen Matador für den Kampf um Ruhm und Ehre ausgewählt zu werden, hat aber eigentlich ein ganz besonders zartes Gemüt und schnuppert lieber den ganzen Tag an Blumen, als sich schnaufend in die Kampfarena zu stürzen. Als ihm aber glücklicherweise die Flucht gelingt und er auf einer Blumenfarm landet, scheint sein Glück perfekt zu sein, bis er eines Tages im falschen Moment von einer Biene gestochen wird und der Stierkampfarena dadurch wesentlich näher kommt, als ihm lieb ist. Man denkt, er kann kämpfen. Ich bin hier, um einen Stier auszuwählen. Ich nehme diesen. Scheiße, ich wäre nicht gern du. Ich bin kein Kampfstier. Leute, helft ihr mir raus? Wir sind auf der wunderschönen Pferdelseite und du bist auf der stinkerten Stierseite. Nur einen schönen stinkerten Tag wünsche ich. Hey, Hufklaus, hey, Hufgreta. Nina braucht mich. Ich verschwinde von hier. Und ich lasse niemanden zurück. Der beste Plan der Welt. Mach uns einfach alles genau nach. Vielleicht doch nicht alles und nicht genau. Ferdinand geht stierisch ab, geht ca. 100 Minuten. Eine Altersfreigabe ist momentan noch nicht bekannt, aber ich tippe mal auf ein FSK 6 und startet ab dem 14. Dezember in den deutschen Kinos und ist eben der neue Animationsfilm von Blue Sky, die auch die Ice Age Filme beispielsweise gemacht haben. Und gerade bei Animationsfilmen, und ihr wisst, ich liebe dieses Genre, sind die großen Platzhirsche nun mal Pixar, Disney Animation und Illumination und andere haben da oft qualitative Probleme. Und so war ich auch bei Ferdinand geht stierisch ab, doch relativ skeptisch nach den Trailern. Hatte man das Gefühl, okay, die sind zwar süß und witzig, aber das Ganze wirkt auch relativ vorhersehbar. Und wie wird man vor allem das Thema Stierkampf verpacken? Und als ich den Film dann gesehen habe, muss ich sagen, am Ende bin ich auch gespalten rausgegangen. Der Film ist auf der einen Seite tatsächlich witziger, als ich dachte, hat coole Nebenfiguren, die mir nicht gespoilert wurden und hat dadurch eine gewisse Kurzweiligkeit bekommen. Auf der anderen Seite ist das Thema Stierkampf, Schlachthaus, wozu es diese Farmen überhaupt gibt, zwar thematisiert worden, aber nicht eigentlich in dem Ausmaß, wie es vielleicht hätte sein müssen, wenn man schon den Ansatz wird, überhaupt dieses Thema aufzugreifen. Neben der Tatsache, dass es doch ein recht vorhersehbarer Film geworden ist, komme ich dann raus und sage dann, okay, besser als ich gedacht hätte nach den Trailern, deswegen noch lange nicht gut, aber zumindest ein Film, wo ich doch mit einem positiven Erlebnis herausgegangen bin. Das heißt jetzt nicht, dass der Film ein absolutes Muss ist, aber er hat zumindest nicht das von mir befürchtete Level an Qualität erreicht. Ansonsten, dazu sage ich mein Fazit natürlich noch ein paar Worte mehr, reden wir erst einmal über das Wesentliche. Ferdinand geht stierisch ab, habe ich in der deutschen 3D-Version gesehen. Das 3D ist leider nicht so unbedingt zwingend notwendig, ist jetzt nicht wirklich irgendwas Hervorragendes innerhalb dieses Films zu sehen, nur kann man leider Animationsfilme fast kaum noch in einer 2D-Version anschauen. Und in der deutschen Synchronisation, wenn wir kurz über den Cast reden, ist das wie immer gut gesprochen. Gerade bei Animationsfilmen achtet man hierzulande auf sehr, sehr hohe Wertigkeit. Ob ein Daniel Aminati, der Ferdinand spricht, das ist soweit okay. Da hätte ich mir aber gewünscht, im Trailer hat man ja die Stimme von Ryan Reynolds gehabt, für Ferdinand die wieder zu übernehmen. Bettina Zimmermann, vor allem als die Ziege Elvira, fand ich richtig cool, weil das eine Figur ist, die völlig aufgedreht und überdreht daherkommt und so witzig und skurril auftritt, dass sie wirklich viele Momente, die vermeintlich eine gewisse Schwäche oder Langatmigkeit bekommt, immer wieder mit gutem Timing überrettet und auch viele Witze da in der deutschen Version spürend gut funktionieren. Ansonsten, die Kameraarbeit ist bunt, manchmal recht schnell, vielleicht sogar ein Ticken zu schnell, aber auch witzig gemacht. Seien es einzelne Szenen, die gut in Szene gesetzt werden, wie ein großer Stier, der versucht, sich im Porzellanladen vorzubewegen oder ganze coole Tanzparts, wo ich dachte, okay, Animationsfilm und Tanzen, passt das immer zusammen, vor allem außerhalb von Disney, muss ich sagen, hat man hier sehr lustige Elemente gefunden und vor allem eine Farbenfrohheit von der Lichtsetzung, weil dieser spanische Flair und Hacienda, Farben, Blumen einzufangen, das ist schon wirklich gut gelungen, bis hin zu dem tristen Look, wenn es hin zum Thema Schlachthaus und Co. geht, hat mir das eigentlich schon sehr gut gefallen, ist sehr wertig, vor allem, wenn man auch die Effekte anschaut, bei Ferdinand der Stier, gerade weil man viele Tiere hat, achtet man ja schon, wie es Fell in Szene gesetzt und das Ganze sieht positiv gemeint aus, dann schon sehr haarig aus. Die Musik ist ein Mix aus begleitender und bekannten Songs an dieser Stelle und das Szenenbild wechselt entweder zwischen dem dörflichen und ländlichen Flair hin bis zur großen Stadt Madrid und der Stierkampfarena hin und her. Und wer wahrscheinlich die Grundgeschichte kennt, wird auch wenig überrascht sein. Wenn man mich fragt bei Ferdinand der Stier, was finde ich gut? Der Film ist witziger, als ich dachte. Das liegt an Nebenfiguren wie beispielsweise ein paar Pferden, die nebenan dieser Stiere gezüchtet werden und ein arrogant lustiges Auftreten haben. Genauso wie die Igel, die wir im Trailer sehen, die immer wieder dann so ein bisschen schnippisch daherkommen, wenn es kleine Durchhänger gibt.
gibt und vor allem aufgrund der Ziege Elvira, die ich ziemlich cool fand und ich habe kommen sehen, dass die so positiv, nervig, herzlich sein kann, dass ich sagen muss, ja, das hat mir gut gefallen. Wir haben coole Szenen, wie beispielsweise interessante Tanzeinlagen, die wirklich witzig waren und der Film geht dann relativ rasch vorbei. Kommen wir zu den negativen Sachen. Ich finde, dass eben Thematiken wie Stierkampf, Schlachthaus, was bedeutet der Tod von Tieren, weil das eben auch früh aufgegriffen wird innerhalb des Films, nicht irgendwie so ad acta gelegt wird und dann so nichts verschwindet, statt das noch ein bisschen mehr in den Vordergrund zu rücken, finde ich sehr schwierig. Insgesamt ist die Handlung sehr vorhersehbar, der Film vielleicht ein Ticken zu lang geraten und man vergisst leider wieder relativ schnell, was man gesehen hat, als man da rausgekommen ist. Und gerade bei der großen Konkurrenz von den anderen Studios, da ist ja auch aktuell einfach Coco von Pixar, wie ich finde, ein absoluter Hammerstreifen geworden und den ich über Wochen nicht vergessen kann, merkt man das schon sehr. Und das hat einen fahren Beigeschmack an der Stelle. Klar, man muss Filme nicht unbedingt immer miteinander vergleichen, aber gerade im Animationsfilmbereich, glaube ich, gehen ganze Familien rein und werden das eben zu Hause tun und dann am Ende fragen, oh, was hat mir jetzt toll gefallen dieses Jahr und was nicht? Und die Kleinen, die werden sich eben natürlich bestimmt auch nur an einzelne Filme dann erinnern. Wer aber Animationsfilme mag, und ich will unterstreichen, ich war positiv überrascht, ich hätte gedacht, Ferdinand der Stier wird eher so ein Film, der vielleicht bei dem Punktebereich 4 bis 5 landet. Ich fand den dann doch wirklich überraschend. Er bekommt von mir in seinem Animationsfilmbereich 6,5 von 10 möglichen Punkten, insgesamt 6 von 10 möglichen Punkten. Das ist nicht gut, aber akzeptabel und ordentlich. Und ab dem 14. Dezember startet er in den deutschen Kinos und ich bedanke mich fürs Reinschalten und wünsche euch ganz viel Spaß beim Filmschauen.